So, willkommen zu einer neuen Session. In der letzten Folge haben wir gehört, ich müsste mir vielleicht mal merken, ob die Bilder ab waren oder ob sie die jetzt abgemacht hat. Wir haben ja gehört, dass... Alter, diese Geräusche, die machen mich fertig. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, das ist ganz schlimm. Achso, die Kalkulation. Wir haben ja gehört, dass hier was gedreht wurde. Und die People dann abgehauen sind, scheinbar. Und wir sollen jetzt in ein Zimmer gehen, was 117 heißt. Also die Nummer Zimmer 117. Bevor wir das machen, ich will nochmal jetzt gucken. Das Spiel heißt ja der Selbstmord von der Rachel. Die Frage ist, gab es wirklich ein... Achso, Selbstmord? Wenn da schon gesagt wird, der Abschiedsbrief passt nicht zu ihr. Als ob das so arrangiert wurde und wahrscheinlich... Vielleicht hat der Vater der Rachel irgendwas damit zu tun. Und der weiß vielleicht, dass irgendwie im Hotel das dafür Beweise gibt. Aber er weiß nicht, vielleicht nicht genau wo. Und deswegen hat er auch angerufen und uns gesagt, wir sollen das Hotel nicht verkaufen. Denn wenn hier irgendwer, ein Investor, das Ding kauft und vielleicht renoviert etc., dann könnte man vielleicht Sachen finden, die nicht gefunden werden sollen. Das wäre jetzt erstmal so meine Theorie. 1-1. Ich frage mich immer, was das für Geräusche sein sollen. 1. Wieso ist die Tür wieder angelehnt? Na, klasse. Mit einem grünen Kleber? Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Hey! I found the room. But? For someone barricaded it with an L-bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Yep. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Die Frage ist, wer hat das gemacht? Was soll das sein? Sollen das Rohrgeräusche sein oder was? Ich glaube fast. Vielleicht sind die Schritte ein bisschen zu leise. Hier müsste ich runterkommen. Was mich so ein bisschen irritiert ist gerade. Die Tür hier hinten. Die Tür hier. Wie groß ist bitte das Zimmer? Ey, zum Glück habe ich... Ist es gerade Tag? Nachts könnte ich sowas nicht mehr spielen, ey. Hey! Okay. Ach, hier geht's ja auch runter. Hatten wir den Weg hier schon mal über... Ja, okay, hatten wir.
Found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Interessant, dass wir die Tür nicht öffnen können. Die Geräusche, ey. Also das Spiel kriegt's echt klasse hin, ohne dass man irgendwie wirklich was sieht, eine Gänsehaut-Atmosphäre hinzubekommen. Nur durch diese Geräuschkulisse. Ich meine, das komische Licht, was da kurz zu sehen war im Flur, fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber die Geräusche, die machen mich so fertig. Waren die Bilder hier auch schon auf dem Boden? Ich weiß, dass wir das angesehen hatten. Möchte ich sagen, aber... Warum ist zum Beispiel die Tür wieder angekippt? Warum sind spezielle Türen nicht auf, sondern einfach wieder zu? Oder angelehnt oder whatever? Genau wie diese hier. Schraubenzieher. Oh, Achievement. Aber das ist eine 1. Warum eine 1? So, jetzt gehen wir wieder hoch. Ich mach mal die Musik auch lauter. Komischerweise ist dieses Stampfen, was man von oben hört, tatsächlich dann auch leiser, wenn man hier unten ist. Als ob es aus dem zweiten Flur, vor allem sage ich auch schon, zweiten Stock käme. Vielleicht aus dem Flügel, wo wir nicht reinkommen. Ach.
Und die sind ohne ihre Ausrüstung einfach wieder abgehauen. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Ugh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Das ist wirklich ein ganz schön großes Zimmer oder Apartment. So, was soll mir das Bild hier sagen? Sieht aus wie ein Motel. Aber gut. Der Videorekorder. Grüne Shirt, brauner Anorak. Oh nein. Ich möchte jetzt gar nicht hochgucken. Es knatscht. Leck mich fett, Alter. Wie unscharf das immer so wird, das ist eklig. Das mag ich nicht. Hallo. Okay, sie haben gesagt, unser Vater war auf dem Dachboden, hat sich da eingeschlossen. Und man hört die Schritte. Komischerweise hören wir auch immer Schritte. Und die standen hier, als die Kamera aufgezeichnet hat. Und haben ein Licht gesehen, was wahrscheinlich von hier kam. Warum soll die kaputt sein? Ich meine, sie leuchtet noch. Komischerweise
irgendein Stromkabel da auch eigentlich nicht dran. Da hätte man vielleicht doch denken können, gut, steckt im Nachttisch, aber nö. 4 Betten, 3 Leute. Ich verstehe den Sinn nicht so ganz, warum manche Lampen ab sind, die Bilder stehen hier wieder rum. Was ist jetzt unser Ziel? Gar keins. Uns fehlen noch irgendwelche Gegenstände. Achso, das waren die Sachen, die wir hatten. Das Essen. Sie malt immer auf quasi. Und die waren hier alleine. Wusste unser Vater das, dass hey. Die da. Leck mich. For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. Damn. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. What? Ist jetzt Weihnachten? Wo kommt die Musik überhaupt her? Are there any matches scheduled for the local team? I'm afraid there is no local team. I remember they were talking about starting a Helena hockey team 10 years ago. No team. Since when are you interested in hockey? Well, I played hockey when I lived here. Wow. You could even start playing again. Doubt it. Actually, my old stick should be around here somewhere. I'd like to take that back. I didn't see it in my room. 8 Uhr abends, klasse. Ich finde es schade, dass man halt Sachen ansehen kann, aber da keine weiteren Infos dabei sind. Und wie hat die Mucke jetzt endlich aufgehört? Verleumdung? Okay, auf jeden Fall Drohung gegen unseren Vater. Wo kommen diese Geräusche jetzt immer her? Ist das von unserem komischen Richtmikrofon oder was? News? I'm not surprised the academic world distanced itself from Leonard. Why'd you say that? Magic in the stars? Life beyond life? The physics of the impossible? You heard of them? No, but stars are stars. When you die, you're dead. And if it's physically proven, then it can't be impossible. don't get offended, but I didn't understand a thing. I understand that things can be proven. That's how I was raised. By Leonard, I mean. He was a man of science. And science has a method.
Oh, maybe he was searching for a new point of view. Yeah, sure. Tell that to the treatment of quantum conscience that he never finished writing. I catch your drift. Aber das spricht so nach und nach dafür, dass hier wirklich irgendwas los ist. Wenn er Mann der Wissenschaft war und sich mit so beschäftigt hat. Gut, Folgenpause. Spitzbedanke mich. Bis denn.